Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir sind heute am Bärensee mal. War schon lange nicht mehr am Bärensee. Aber ich habe gesehen, hier sind ein bisschen die Goldschleien aktiv. Und ja, wenn ich das sehe, versuche ich mich da immer wieder gerne dran. Wer will die Goldschleien nicht als Trophäe haben? Aber auch Barben beißen hier gerade. Und Spiegelkarpfen. Und auch normale Schleien. Da habe ich gerade eine Trophäe bekommen. Also ich bin jetzt hier seit 18 Minuten. Da waren zwei Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, eine kleinere Barbe, eine kleine Schleie, noch ein paar Spiegelkarpfen, Barbe. Gerade dann die Trophäenschleie. Schade, wäre sie mal richtig schön Gold gewesen. Da wäre ich natürlich sehr, aber ich habe mich trotzdem drüber gefreut. Ich freue mich über jede Trophäe. Ja, und ist eigentlich ein altbekannter Spot. Man spawnt ja hier direkt vorne und dann läuft man hier rüber zu 55, 31. Ne? Also hier quasi bei Quadranten F78, genau auf der Grenze. Und ja, Clip sind wie immer meistens 17 Meter. Ich bin mal gespannt. Ich hatte mittags in-game angefangen. Da geht sowieso erstmal gar nichts mittags. Ist sowieso immer voll. Der Witz, so Abendstunden sind sehr gut. Nachts geht hier meiner Meinung nach auch nicht so viel. Dann aber wieder in den frühen Morgen bis mittags rein. Ja, wir werden mal gucken, was hier so noch geht. Da haben wir den nächsten Biss. Ist auf jeden Fall, habe ich gesehen, im VK eine Goldschleie als Trophäe hier rausgekommen. Und dann gucken wir mal, was das jetzt sein soll hier. Das ist wahrscheinlich wieder eine kleine Barbe, oder? Noch schlimmer. Ja, den zerhäckseln mal gleich. Also wieder raus damit. So. Dann warten wir den dann noch ab. Und dann gucken wir mal, welche Köder hier so gefragt gerade sind. Komm, Jung. Der dürfte hängen. Könnte auch eine Barbe sein oder wieder so ein kleiner Karpfen. Ein kleiner Schuppi, okay, sei es drum. Also schnell wieder rein in die Geschichte. Und dann gucken wir uns mal die Köder an. Ich habe hier ein ganz normales Karpfen-Setup drauf mit groß 1er Haken. Und dann angeln wir hier mit Pop-Up-Montage. Pop-Up-Boily plus ein Maiskorn. Also von Smart-Boilies die süße Sahne, 16 Pop-Up. Dann Kunst-Mais, Sahne-Weiß, Sahne als Dip. Und PVA ist Maismehl, dann dreimal einfach nur die Sahne Feed Pellets und süße Sahne Feed Pellets 6 plus Aroma Sahne. Also ziemlich sahnig auf jeden Fall. Ja, und ich guck mal, was hier so geht. Wir sehen uns auf jeden Fall später. So, willkommen zurück. Jetzt haben wir 5:30 morgens in-game. Die Nacht war, wie zu erwarten war, schleppend. Aber zumindest kommen jetzt ein zwei Schleien sind, also das war jetzt die zweite, die reingekommen ist. Natürlich hätte ich lieber eine Goldschleie mal, aber ist halt ein seltener Fisch, kann man kriegen, muss man aber nicht. Aber wir sind jetzt auch gerade mal 40 Minuten hier, und die Nacht war so 5 Minuten Abstände. Und dann haben wir jetzt auch in 7 Minuten zumindest 7 Fische, zwei Schleien jetzt hintereinander. Ja, ist okay für den Bärensee. Die Trophäe wertet natürlich den Kescher etwas auf. Noch habe ich Hoffnung, dass wir eine Goldschleie kriegen. Wenn nicht, sei es drum. Werde ich später nochmal probieren. Aber zumindest wurde sie ja hier gefangen an dem Spot. Bin mal gespannt. So ein Stündchen bleiben wir. Und dann gucken wir mal. Also bis mittags bleibe ich jetzt noch hier so 12, 1 Uhr in-game. Und dann gucken wir später mal. Dann haben wir nochmal ein Biss. Das ist schon was Besseres, aber zu schwer für eine Goldschleie auf jeden Fall. Leider. Ist wahrscheinlich Schuppen oder ja, Spiegel. Oder ein Spiegler. Aber mal zumindest ein etwas besserer. 9,8. Ja, wie gesagt, Beißzeit echt am besten früher Abend und morgen Stunden. Warum die nachts nicht beißen, ist mir sowieso schleierhaft eigentlich. Ja. Also sagen wir im Real Life angeln, beißen Karpfen auch eigentlich ganz gut nachts normalerweise.
Könnte eine Barbe sein. Nee, Schleier. Wieder ein Schleier. Nehmen wir auch gerne mit. Ich mag Schleien. Gerne immer her damit. Ja, wir sehen uns später. Wir gucken mal. Ich bleibe noch ein bisschen. Und dann hoffe ich mal, dass ich noch eine Goldschleie bekommen kann. So, jetzt haben wir eben mittags in-game. 53 Minuten waren wir jetzt. Kamen noch ein paar schöne Schleien rein. Und noch ein paar Schuppis, ein weißer Amur. Also ist völlig okay. Ich glaube, ja, 31 Fische haben wir. Für den Bärensee absolut in Ordnung. Jetzt gucken wir mal. 300 Silber ist auch in Ordnung. Wahrscheinlich die Trophäe. Okay, 78. Ja, ich sag mal, sonst ist so der Schnitt so 200 bis 250 Silber. Kommt drauf an, wie die Größen sind. Aber das ist okay. Leider keine Goldschleie, aber. Ich werde es heute Abend auch mal probieren, aber vielleicht habt ja ihr mehr Erfolg. Sie hat ja da gebissen. Ja, ist halt selten, muss man halt dranbleiben. In diesem Sinne, Petri, Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Angenehmen Wochenstart. Bis dahin und tschüss.